So, es ist Sonntagmorgen, kurz nach 10. Und mit das Erste, was wir heute besuchen wollten, auf unserem Plan steht, ist die Firma Bombay. Da wir ja, wie gesagt, am Überlegen sind, uns 18 Zöller aufs Wohnmobil zu knallen, werden wir uns jetzt mal anschauen, was Bombay uns da bieten kann. Ja, wenn wir 18 Zöller suchen, dann sind wir natürlich hier auf dieser CMT auch noch genau richtig, weil ganz dicht neben Bombay ist auch die Firma ORC. Und oh Mann, gibt es geile Felgen. Natürlich sind die nichts fürs Wohnmobil. Und sagen wir mal so, nicht für unser Wohnmobil. Das ist was für Kastenwagen mit Offroad-Reifen. Aber die Auswahl an hier, an 18 Zöller, ist auch nicht klein. Und mein Hase hat auch schon gesagt, welche ihr gefallen. Also Überredungskunst brauche ich, glaube ich, nicht mehr groß. Schaut mal, auch ein schöner Stand hier, klasse. Die Ausstellungsfahrzeuge mit verschiedenen Felgen drauf, ist schon super gemacht. Ja, wir tendieren zu Schwarz. Lack, nicht matt. Oder, wir haben uns eben angeschaut, Anthrazit. Anthrazit ist so ziemlich das Neueste und sieht sehr gut aus. Und jetzt gehen wir mal durch die Hallen und schauen uns drei Achse an, auf denen 18 Zöller verbaut sind. Okay, bis gleich. Ja, schaut mal hier. Auch das ist Camping. Ein Offroad-Anhänger. Im Offroader selbst kann man natürlich schlecht übernachten. Aber das ist richtig auf Offroad gemachter Anhänger. Also wenn man eine Afrika-Tour machen will oder eine Südamerika-Tour, groß genug ist es auf jeden Fall zum Schlafen. Ja, ob man sich hier drinnen wohlfühlt. Ja, ist okay. Beide Türen haben genug Fenster. Also das Sarggefühl wird nicht aufkommen. Aber ich finde es absolut geil, dass es sowas überhaupt gibt. Es ist einfach für jeden etwas dabei. Das hier ist natürlich nicht gerade eine Farbe, mit der man sich verstecken kann, sondern mehr auffällt, aber auch ein absolutes Hammerteil, dieser Anhänger. Und hier kann man natürlich schön oben auf dem Dach schlafen. Außer es sind Löwen in der Nähe, dann kann man auch unten schlafen. Ja, so sieht das Ganze jetzt hier von hinten aus. Geh mal einmal vorbei. Ja, kein Problem, danke. Ja, für Leute, die sich dafür interessieren, die Firma BS, nein, gar nicht wahr, RS Camp. RS Camp Offroad Wohnwagen. Die bieten sowas an. Hier ist der nächste. Auch ein schickes Teil, also ist etwas, was ich nicht zum Campen brauche, aber was ich absolut geil finde. Ja, auch wenn die gesamte Hümer-Gruppe, sagt man überhaupt noch Hümer-Gruppe oder ist es jetzt die Tor-Gruppe, die halbe Halle gemietet hat, sind nicht alle Firmen dabei. Okay, das ist ja in der Zwischenzeit ein Riesenkonzern geworden. In der Zwischenzeit füllen sich auch die Hallen hier kräftig. Heute wird es wahrscheinlich noch voller als gestern. Und ganz lustig, die Wohnmobile mal von oben zu sehen. Wie viele Kabel, Steckdosen und so weiter da oben drauf gelegt wurden, um die Fahrzeuge innen schön zu beleuchten. Ja, klasse. Und hier stehen die Wohnmobile sogar oben ein Stockwerk höher auch noch. Wie man hier sieht, geht der neueste Trend wohl zum Kamin im Wohnwagen oder Wohnmobil. Das ist ja der Klopfer. Ja, das ist hier in so einem Cuba. In dem man natürlich Motorrad oder Quad mitnehmen kann.
Und wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, das war jetzt Spaß. Hier ist ein Mini-Wohnwagen. Also ich sage mal so, Hase, wie wäre denn das noch als Zweitwohnwagen so hinter unserem Quad? Dürfen wir ohne Probleme ziehen. Und hier mal was für die ganz Harten, ein Raptor. Schaut euch alleine die Stützen an. Die Stützen sind normalerweise Kufen vom Hubschrauber wahrscheinlich. Die hat man hier an diesen Wohnwagen gebaut. An den Raptor. Aber sieht klasse aus. Geiles, irres Teil. Und hier gibt es den sozusagen noch mit ausfahrbaren Heck. Der sieht ja echt hammermäßig aus. Der sieht ja lustig aus. Und was man natürlich hier auch wieder findet, jede Menge E-Mobilität. Von Fahrrädern, Rollern bis zu richtigen Motorrädern oder Hase, 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 gucken wir. Da ist wieder der Scooty oder Scuddy, ich weiß gar nicht richtig, wie es ausgesprochen wird. Und wenn wir uns drehen, 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 neben den schönen Lederjacken hier gibt es jede Menge E-Motorräder. Aber wer kennt sie nicht? Tischer. Tischer dürfte wohl für jeden einen Namen sein, der sich jemals ein Offroad-Fahrzeug mit Kabinenaufbau gekauft hat oder dafür interessiert hat. Auch die sind dabei. Ja, man muss immer wieder sagen, Wahnsinn, wie die das hinbekommen. Von außen sieht er kleiner aus, als er wirklich ist. Es ist in der Zwischenzeit 11.30 Uhr und hier stehen noch hunderte von Fahrzeugen an, um auf die Messe zu kommen. Und da hinten fahren sie überall im Parkhaus rum. Schaut euch das mal an. Wie geil ist das denn? Ich will sowas für unser Wohnmobil haben. Hier auf dem Video sieht es wahrscheinlich gar nicht so gut aus wie in Original. Das Video hat eine andere Frequenz, als unser menschliches Auge erkennen kann. Für mich sieht man hier die Windmühle nicht. Das ist einfach nur so ein 3D-Licht. Da sind Sie nicht die Einzigen. Absolut geil. So, jetzt sind wir hier an dem Stand der Remectro GmbH. Remectro gehört hier dem Bernd. Den Bernd Renz. Wir fragen ja immer nach Namen und auch der Bernd ist Camper, fährt Wohnmobil und von daher sind wir gleich per Du. Der Bernd zeigt uns jetzt mal, was seine Firma so alles anbietet. Und zwar nur so Beispiele, die er hier natürlich auf dem Messestand aufgebaut hat. Auf seiner Internetseite werdet ihr noch viel, viel mehr entdecken. Telefonieren, Mail schreiben. Er macht so gut wie jede. Ich habe für jedes, jede Lösung das passende Problem dazu. Genau, ja, er hat für jede Lösung das passende Problem. Nein, andersrum, für jedes Problem, was ihr mit eurem Wohnmobil habt, wenn ihr irgendwie irgendwas verstauen wollt, hat er hier die entsprechende Lösung. Ja, Bernd, dann zeig uns bitte mal, was du hier als Beispiel zum Beispiel aufgebaut hast. Ja, also mal das farbliche Teil hier unten, das ist auch existent bei einer Kundin. Auf Wunsch ihres Mannes ein Grill eingebaut und ihr seht schon am Auszug. War das nicht bei der Antje? Das ist bei der Antje. Bei der Antje Fröschen, das haben wir auch schon mal gesehen. Bei der Antje Ozonus selbst. Antje war, ist das. Und zwar haben wir hier den Grill, wir haben jetzt noch Windklappen gemacht, haben dann in 3D-Druck für die Gewürze einen Halter gemacht, können noch zusätzlich unten ausziehen, haben ja, Besteckkasten drin, haben die Schneideschublade dran. Morgen! Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, von der Seite Gas auszutauschen. Und auch ein wichtiger Punkt hier unten, damit die Gasflaschen nicht in der Gegend rumrutschen, haben wir auch in 3D-Druck quasi einen Halter gemacht. Super. Ja? Und das haben wir ganz gezielt gemacht. Und warum das so farbig geworden ist, da wir eine eigene Blechfertigung haben und wir eigene Lackiere und Pulveranlage haben, haben wir gesagt, jetzt tun wir einfach mal ein paar Farben mischen, ob das jetzt passt oder nicht. Ja, auch mal zu zeigen, was man kann. Was man kann. Was möglich ist. Dann natürlich muss man dazugeben,
nicht in jedes Wohnmobil passt so eine schöne Schublade rein. Die Antje Fröschen hat das in einem Concorde. Das Ganze kann man natürlich auch sich kleiner bauen lassen. Auszüge genau für den Fernseher, Auszüge für zum Abstellen des kleinen Grills und so sind also alles kein Problem. Haben wir schon gesehen, richtig. Haben auch Freunde von uns. Das ist ganz einfach Business as usual, das einfachste Teil. Sprich, ein Auszug auf Skelettbauweise. Diese Boxen sind bekannt. Das sind ja die Euro-Boxen, jawohl, die hier unten den Falz haben, damit man sie quasi in diese vorgefertigten Rahmen reinbringen kann. Genau. Dann haben wir hier oben noch was für den Hundeliebhaber. Einmal können Sie das nehmen und unter der Reifen stellen. Dann können Sie hier den Hund anleihen. Das wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, das gleiche System mit einem Napf drin. Und hier die Möglichkeit, den Hund anzuleihen. Den Hund anzuleihen, ja, ja, super. So, und dann haben wir noch viele andere. Würde bei uns nicht helfen. Erstens haben wir keinen Hund, aber zweitens ist es so, unser Vorderreifen steht immer in der Luft, weil wir nämlich hydraulische Stützen haben. Uns geht es genauso. Und deswegen hat der noch Löcher bekommen, dass man Heringe reinmachen kann. Genau. Das ist Heringe also im Prinzip so ähnlich jetzt in dem Bereich dann hauptsächlich jetzt Heckeinbauten für Campervans oder so Sondereinbauten. Genau. Und da können wir relativ viel machen, weil wir ja, wie gesagt, die Blechfertigung dabei haben. Genau, wir haben uns gestern schon mit dem Bernd hier unterhalten. Wir haben uns ja die beiden großen E-Scooter zugelegt und wir haben die immer unten auf dem Garagenboden stehen, verbrauchen dadurch sehr viel Platz. Schlimmer ist eigentlich, der ganze Platz darüber, zig Kubikmeter darüber, sind ungenutzt. Man legt alles auf die Scooter, das gefällt uns nicht. Wir werden uns da mit dem Bernd nochmal in Verbindung setzen, mal vorbeifahren. Vielleicht können wir da irgendwie so eine Schublade bauen, dass man die Scooter rausziehen kann, da drüber einen festen Boden. Daneben haben wir allerdings eine Klappe, wo die Heizung hinter ist. Vielleicht können wir da eine Schiebetür machen, die man nach oben oder nach unten runterzieht. Da werden wir mal schauen, was der Bernd so für Ideen hat. Ja, gerne bereit, jederzeit. Ja, da hinten sind noch mehr. Da haben wir noch ein paar Auszüge andere Dinge ausgebaut. Da gucken wir doch mal hin. Wir haben die Keilhalter. Also ich kann es empfehlen, die meisten Türen in die Wohnmobile, die nicht gerade nach oben aufgehen, sondern wirklich als normale Türe aufgehen, sofort griffbereit. Ab 3,5 Tonnen ist ein Muss, kostet ist ja Geld, Pflicht, wenn man es genau nicht macht. Ja. Dann haben wir auch so einen Punkt, ist entstanden, weil ich mal ein YouTube gesehen habe, da hat jemand die Warnwesten vergessen oder nicht gefunden, je nachdem. Und deswegen haben wir hier einen Halter, Warndreieck. Das komische Teil für Verbandskasten, den man als Verbandskasten bezeichnet, ist irgendwo, hat er Füße bekommen, keine Ahnung. Ja, und musst du die Warnlampe richtig haben auch bei so über 3,5 so Tonnen, Punkt. Auch das. Ja. Oder dann hier die Warnwesten, also das wäre die Möglichkeit. Also alles klasse Verstaumöglichkeiten. Und wir haben auch solche Dinge beispielsweise, wenn mal die Damen auf die Seite gehen, als kleines Beispiel hier, auch entweder für eine Heckmontage, für eine Wandmontage, für eine Türmontage, Schlauchhalter, Kabelhalter und unten Utensilienfach, wo man dann komische Teile, die allen bekannt sein dürften, reinstecken kann. Also bei uns, ist immer komplett voll da unten drin. Wir sagen das ruhig dazu, wir machen nämlich immer komplett unbezahlte Werbung und von daher können wir auch ruhig sagen Gardena Adapter und jede andere Firma nennen. Wir sind hier auf der Messe, es geht ja gar nicht ohne Firmen zu nennen. Hier oben sieht man noch einen Grill, den ersten, das war also zu spät. Und hier haben wir jetzt die verschiedenen Möglichkeiten. Natürlich kann nicht jeder hier solche Regale in sein Wohnmobil einbauen. Aber es gibt halt auch für jeden individuelle Lösungen. Das ist das Schöne. Richtig. Das Beispiel hier, einfach, das ist jetzt aber mehr oder weniger ein Gag. Wir haben das Um-die-Eck-Regal erfunden. Um-die-Eck-Regal. Das fährt man raus und dann kann man hier weitermachen. Ah, das ist ja also absolut. Das heißt, ich kann dann auch Dinge, die ich normalerweise nicht rausbekomme, bekomme ich raus. Ja, bei der Sachlage muss man klar sein, aufgrund, dass ich relativ weit bin, die Belastung geht dann schon relativ stark genau runter. Ja? Aber ich sehe schon, das sind vielleicht sogar Lösungen für uns, weil wenn wir hier einen doppelten Boden einziehen, ja, darunter die Scooter sind, dann kommen wir ganz schlecht an die Kisten ran. Ziehen wir die aber raus und können die nach vorne fahren zur Tür, wird es wieder ideal. Ich denke, da wird sich was finden. Dinge gibt es. Was wir natürlich logischerweise auch kennen, ist die Situation, durch die eigene Blechfertigung können wir auch Blechwannen machen, in jeglicher Couleur, selbst dicht geschweißt, sodass man also auch da alle Möglichkeiten hat. Oder so
Kleinigkeiten, wie so ein... Ah, hier, schaut mal. Wie so ein kleiner Auszug, wo alles Mögliche draufsteht und wo man alles Mögliche reinbekommt. Auch hier wieder so ein Klapp, eine Klapplatte, wo ich dann, auch wenn ich was Größeres reintun möchte, einfach auf die Seite klappe. Und das alles andere, das dürfte ja bekannt sein. Da sieht man ja, spitze. Und hält das Gewicht. Das hier ist die Originalgröße vom Hümer 704, Garagengröße. Nur damit man mal das Gefühl dafür bekommt und auch doch die Möglichkeit hat, ein Fahrrad mit reinzustellen. Ja. Da haben wir eine Aluminiumleiste auf dem Boden, wo dann das Fahrrad drinsteht. Astrein, da steht das Fahrrad noch mittendrin. Ja. Also zumindest eins braucht nicht bei draußen uns, im Regen bei uns hängen. Sind sogar zwei drin. Ja, echt super. Ja, das ist das Wesentlichste. Also, wer hier selbst mal auf der Messe ist oder die nächsten Tage vorbeikommt, ich weiß nicht, wann ich dieses Video veröffentlichen kann, wann ich es schaffe, geht mal bei Remecto vorbei, stellt eure Fragen, ihr werdet zusammen Lösungen für euer Problem finden. Ja, Bernd, dann danke ich dir für die Vorstellung. Bitteschön, gerne. Und wir sehen uns auf jeden Fall, wenn es um unsere Garage geht. Halle 7 F16. Noch Halle ganz 7 kurz. F16. Alles. Prima, danke. Danke dir. Ja, das ist auch lustig. Wir unterhalten uns hier gerade mit dem Gerd Seiter und haben gesagt, ja, wo war Erde verschwunden, und lachen noch so. Hier gegenüber sind so ein paar Betten aufgebaut. Und da sage ich, Anna, hast du wohl gerade Mittagsschlaf gemacht? Und dann lese ich hier Bettwarenshop. Vor knapp 4 Jahren, 3,5 bis 4 Jahren, haben wir uns im Internet neue Bettbezüge, also Spannbettlaken bestellt. Und die Firma Bettwarenshop stellt die sozusagen direkt auf Maß her. Wir haben die Maße angegeben, obwohl wir ja vorne Schrägen drin haben und wir haben 4 verschiedene Teile, hat das alles super funktioniert. Die Teile kamen an, Rita hat sie bezogen und die haben alle komplett gepasst. Das Video dazu findet ihr ja auf unserem Kanal. Gebt einfach mal Bettwarenshop oder gebt einfach mal Bettlaken ein, dann findet ihr das. Sehr interessant, weil irgendwann irgendwie braucht jeder mal neue. Genau, so neu erfahren haben wir hier, dass es jetzt auch noch in 2 Qualitäten angeboten wird. Natürlich ist die neueste Qualität besser geworden, nur etwas teurer, und die ist jetzt wirklich um einiges stabiler, einiges dicker. Ich hole hier mal so ein Kissen runter. Das ist das Material, was wir haben. Seit 4 Jahren, wir sind super zufrieden. Rita hat es schon oft gewaschen. Es hat nie in der Spannung nachgelassen, es hat nie Farbe verloren. Also wir waren wirklich absolut, nein, nicht wir waren, sondern wir sind immer noch top zufrieden. Und jetzt gibt es nochmal die Premium-Qualität. Da sieht man, ja, man sieht, weiß ich nicht, aber man fühlt sofort, das ist dicker. Es ist, es fühlt sich einfach sogar weicher und fester an. Ne? Also absolut. Wir können euch nur sagen, wir haben diesen Stand hier, wie gesagt, durch Zufall eben entdeckt. Aber wir haben vor 3,5, 4 Jahren in diesem Shop gekauft, bettwaren-shop.de. Da oben zeige ich es euch nochmal. Wer sowas mal sucht, hier seid ihr wirklich als Kunden gut aufgehoben. Hier nochmal so verschiedene Maße, verschiedene Beispiele. Auf der Internetseite findet ihr dann den Rest darüber. Die können also die Spannbettlagen in jeder Form herstellen. Schaut mal da oben, das L. Oder mit einer Rundung drin. Absolut top. Ja, das war jetzt Teil 2 unseres Messevideos von der CMT 2023. Und wir hoffen, euch da wieder vernünftige Infos rübergebracht zu haben. Wir selbst fanden die ganz interessant. Dann ist es so, wir haben noch weitere Infos für Familie Pitz, was die Gastanks betrifft. Die schicken wir Ihnen zu, beziehungsweise gibt es auch bei uns in der Facebook-Gruppe. Und dann haben wir noch für Steffi und André die Info. Leider ist Niesmann und Bischof auf dieser Messe gar nicht vertreten. Hätten wir uns auch gerne nochmal angeguckt, den neuen großen. Aber da können wir euch jetzt keine weiteren Infos zu geben. Und Claudia und Micha, für euch sollten wir den Dreiachser Pilote nochmal angucken. Nicht Pilote, Frau, schüttel nicht den Kopf, sag doch einfach was. Rapido. Ach, Rapido war das, genau. Den Dreiachser von Rapido anschauen. Und der war leider oder ist leider auch nicht auf der Messe. Wir haben da eine Adresse bekommen von einem Händler.
Ich habe noch nicht in Google Maps geguckt, aber der soll auf dem Weg nach Hause irgendwo nah an der Autobahn sein. Wenn wir Zeit haben, wenn wir unser neues Lenkrad noch eingebaut bekommen, dann fahren wir da noch mal vorbei, dann schauen wir da noch mal rein und machen ein paar Aufnahmen direkt in dem Rapido. Rapido hat aber auch den Dreiachser eingestellt. Genau, Rapido hat die Produktion des Dreiachsers 2022 eingestellt. Wir haben nicht rausgekriegt, warum. Im Endeffekt auch egal, es gibt die nicht mehr. Also Modell 2022 wird der letzte sein und der neueste sein. Wobei, der ist ja erst ein paar Tage alt, beziehungsweise ein paar Wochen, ein paar Monate. Der steht als Neufahrzeug dort am Möhrensee. Und da fahren wir nochmal hin und gucken uns den nochmal an, wenn die Zeit bleibt und wenn das nicht allzu weit weg ist. Gut, dann können wir auch noch dazu sagen, Teil 3 wird auch noch kommen, weil wir gehen täglich nur so 4 bis 5 Stunden auf die Messe. Ritas Knie machen nicht viel mehr mit. Sie hat dann doch zu starke Schmerzen. Und morgen gehen wir auch nochmal auf die Messe. Morgen ist Montag, Dienstag gehen wir auch nochmal auf die Messe. Da haben wir noch 2 Hallen, die wir eigentlich noch gar nicht besucht haben. Und ja, dann hoffen wir, dass wir den Termin für unseren Einbau, für unser neues Lenkrad noch bestätigt bekommen. Das ist bis heute nicht passiert, aber gut, morgen ist Montag, notfalls rufe ich da morgen mal an. Und dann geht es so nach Hause, dass wir Donnerstag wieder zu Hause sind. Okay, wir freuen uns auf die nächsten Stunden, die nächsten Videos. Hier, schau mal, ich bin gerade am Schneiden, nebenbei am Kaffee trinken. Blende ruhig mal rum. Seht ihr, das nächste Video wird in wenigen Stunden oben sein. Okay, macht's gut, bis Teil 3, bis dann, ciao.